Und da bin ich auch schon, liebe Leute. Willkommen zu einem ganz spontanen, nein, eigentlich haben wir es gestern schon mal drüber diskutiert, aber eigentlich habe ich um die Uhrzeit ja normalerweise jetzt nicht so Zeit zum Streamen und ich habe eigentlich auch nicht vorgehabt, heute zu streamen. Aber komm, wenn Nintendo sagt, wir geben eine Direct, dann machen wir das doch einfach mal, ne? Und deswegen würde ich mal vorschlagen, lasst uns einfach die Direct gleich zusammen angucken, wenn ihr denn Bock habt. Ja, ich bereite hier gerade schon alles vor, dass jetzt hier alles gleich schön funktioniert. Der Stream läuft anscheinend auch schon hier gerade. Dass es halt eben um 16 Uhr losgeht, pünktlich 16 Uhr. Und ich bin schon gespannt, was uns alles erwartet. Jetzt erstmal ein Hallo an Ryan, Schneemann, Lenja, Minzi, Minilein und Isabel. Freut mich, dass ihr da seid. Ja, was können wir in der Nintendo Direct erwarten? Ich weiß nicht, was ihr so denkt. Also ich bin ja eigentlich ziemlich ein bisschen perplex überrascht, dass jetzt schon wieder eine Direct kommt. Ich habe irgendwie überhaupt keine Ahnung, was ich erwarten darf. Wirklich gar nicht. Das Einzige, was ich halt wirklich, was eigentlich mal wieder wirklich notwendig wäre, wäre ein 3D-Mario, meiner Meinung nach. Das letzte echte 3D-Mario, also echt im Sinne von davon, dass es halt eben neu war, war halt Mario Odyssey. Und das war 2017, Leute. Es ist 2023. Ja, jetzt wird es langsam mal Zeit, dass mal Neues kommt, oder? Lisa, hallo. Tomodachi Live. Ich glaube, das kommt sogar auch, oder? Wurde das nicht sogar indirekt schon so ein kleines bisschen angeteasert oder so? Ich glaube, das kommt so oder so. Habt ihr mitgekriegt, dass es einen Nachfolger zu One-Two-Switch geben wird? Der ist ja schon angekündigt. Also es ist kein großes Fragezeichen, ob es kommt oder sowas. Das ist definitiv angekündigt. Das kommt jetzt bald. Entschuldigung. Aber wenn die schon wieder keinen Online-Modus in dieses One-Two-Switch-Gedönse da reinbringen, machen sie auch nicht. Das ist wieder nur offline, also nichts, also Couch-Koop, aber nicht online. Das ist total dämlich. Entschuldigung. Ah, wenigstens ist es günstiger als das alte. Das ist schon mal gut. Was, mein Postbote hat mich volle Kanne mit der Klingel aus dem Schlaf gerissen. Lenja, dann würde ich nie wieder was bestellen. Nicht mehr unterstützen sowas. Drachengott, hallo. Ah. Couch-Koop ist so 2016. Ist halt wirklich so. Ich meine, Nintendo macht es ja gerne mal, dass sie halt einfach gewisse Dinge nur für, für zu Hause together machen, ne? Das macht Nintendo ja gerne mal. Das kennen wir ja schon. Aber sie müssen langsam wirklich mit der Zeit gehen. Und gerade so ein Spiel wie One-Two-Switch ist prädestiniert, um es online zu spielen. Das ist wie das neueste Mario Party. Da sind sie irgendwann trotzdem auf meinen Trichter gekommen. Oh, wir könnten es ja mal Online-Modus reinbringen, weißt du? Endlich haben sie es mal gecheckt und sag ja, und dann machen sie bei solchen Sachen wieder zu arg Schwachsinn in die falsche Richtung, ne? Rose, hallo an dich, Kleine Lydia und Laurita. Hallo, freut mich, dass ihr da seid. Bis zu 100 Personen können gleichzeitig spielen, aber nur Couch-Koop, ne? Also 100 Personen, die zusammen in einer Wohnung hocken, können das spielen. Daher denke ich mal online. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Muster geschrieben, hallo. Ich bin mir da nicht so sicher, weil Dreamy Zebra, hi. Tatsächlich ist es nämlich so, die haben einen neuesten Trailer rausgebracht. Der ist, glaube ich, heute oder gestern erschienen. Und da haben sie 16 Influencer eingeladen, die halt eben dieses Spiel testen. Aber die saßen alle zusammen, diese 16 Influencer. Von dem her bin ich mir da nicht so sicher. Aber gut, ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Wenn die einen Online-Modus reinbringen, dann habe ich meine Fresse zu weit aufgerissen, dann nehme ich alles zurück. Aber gucken wir mal. Schauen wir mal, wie es bei rauskommt, ne? Ich will was Neues zu Just Dance 2024 sehen. Ich glaube, da kriegen wir gar nicht so viel zu sehen. Angekündigt ist es ja schon. Wir werden höchstens vielleicht in der Direct ein kleines bisschen die Information bekommen. Es kommt auch für die Switch. Switch ist halt prädestiniert dafür. Ich denke, wir werden ein kleines bisschen Informationen zu Just Dance 24 kriegen. Aber ich glaube, viel mehr sehen wirst du nicht. Höchstens diesen kleinen Teaser. Ach ja, es kommt halt, ne? Mehr wird es wahrscheinlich nicht sein. Und wir wollen ja auch was Neues erfahren, nicht nur die alten Geschichten, oder? Gegen Tomodachi Live auf der Switch hätte ich auch nichts. Ja, es soll gar nicht so schlecht sein, ne? Von Miitopia habe ich ja leider schlechte Erfahrungen gemacht. Die erste Hälfte war... Die zweite Hälfte war... Und Postgame ist... Richtig schlecht. Aber gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. Habe gesehen, was andere spekulieren, was gezeigt werden könnte, aber sag
eigentlich nichts dazu, weil es ja nicht hundertprozentig bestätigt ist. Du kannst gerne einfach ins Blaue reinschmeißen, was du denkst, beziehungsweise was andere denken, was kommen wird. Ich habe auch keine Ahnung. Wie gesagt, die einzige Großankündigung, mit der ich persönlich rechnen würde, wäre ein neues 3D-Mario. Vielleicht am Ende der Direct kommt ja meistens immer noch so ein großer Teaser für ein Spiel, das noch nicht so früh erscheinen wird. Wir erinnern uns daran, dass Zelda Tears of the Kingdom auch mal einen kleinen Teaser gekriegt hat und dann ist es, glaube ich, immer noch 2 Jahre gegangen, bis das Spiel letztendlich erschienen ist. Das bedeutet, in diesem Fall könnte es ein 3D-Mario zum Beispiel sein, das irgendwie nächstes oder übernächstes Jahr erscheint. Oder vielleicht doch schon im Dezember. Weiß man nicht. So, ich gehe schon mal rüber. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass der Countdown schon läuft. Oh, und meine Cam ist nicht richtig eingestellt. Ich sehe den schwarzen Punkt. So, schwarzer Punkt weg. Ihr müsst mir gleich helfen. Sam Smile, hallo. Ihr müsst mir gleich helfen wegen dem Ton. Also wenn der Ton zu laut, zu leise sein sollte, bitte einfach kurz Bescheid geben, damit ich das richtig einstellen kann. Lass das Todi nicht hören, das würde dein Bruder auch andrehen. Miitopia? Oh man, der soll mit diesem Kackspiel aufhören. Der wäre selber keinen Bock da drauf. Ich reacte gerne mit dir, alle anderen sind oft negativ eingestellt. Bei Nintendo Directs habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, und das soll jetzt nicht zu negativ wertend sein, aber ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, die Hoffnungen so gering wie möglich schrauben. Es ist leider wirklich auch nicht nur bei Nintendo Direct so, sondern bei allen Sachen im Leben. Wenn ihr zu hohe Erwartungen an die Dinge habt, dann könnt ihr auch zu groß enttäuscht werden. Geht mal nicht davon aus, dass irgendwas richtig Gigantöses angekündigt wird. Lasst es einfach auf euch zukommen. Vielleicht sind es einfach nur ein paar interessante Spiele, die vorgestellt werden, die aber nur so, ja, sag ich mal, so 0815 sind, die vielleicht mal interessant sein könnten. Und da ist ein riesen fettes Vieh. Kann man das sehen? Ist gerade von draußen reingeflogen. Das ist ein gutes Zeichen. Es kommt ein neues fettes Viech-Spiel. Und das ist jetzt gerade Ankündigung von meinem Zimmer. Fast hätte es geschafft, aus dem Fenster rauszufliegen, aber jetzt doch nicht mehr. Ja, doch, komm, ja, nein, komm, ja, flieg! Ach, es ist zu doof! Du bist zu doof, um das Fenster zu treffen! Okay, egal. Finden Sie eigentlich die neuen Sticker auf Discord? Habe ich noch gar nicht so richtig nachgeguckt, ehrlich gesagt. Endlich Genshin Impact! Wenn es jetzt noch kommt! Ey, ich würde meinen Hut vor Nintendo ziehen. Wenn es jetzt noch kommt! Ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Wobei ich bei Fall Guys auch gesagt habe, dass es nicht mehr kommt. Fall Guys habe ich auch schon abgeschrieben als, nee, das kommt nicht mehr auf die Switch. Und was war? Es kam auf die Switch. Aber Genshin Impact, ich kann wirklich, ich würde so lachen. Ich glaube, das wäre der Lacher des Abends. Das wäre der Lacher des Abends, wirklich. Vielleicht kündigen sie auch eine neue Konsole an. Ich glaube, das wäre doch auch mal interessant, oder? Aber ich glaube, die letzte Ankündigung von der Nintendo Switch war keine Direct, es war ein Trailer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich kann mich noch daran erinnern, es war im Herbst, bevor die Switch erschienen ist. Da kam, glaube ich, der erste Trailer raus, Sommer oder Herbst war es, glaube ich. Ich glaube, eher Herbst. Das war damals 2016 im Herbst kam, glaube ich, ein Trailer raus. Und da hat man dann die Switch angekündigt. Ich glaube, es war keine Direct. Lucifer, hi! Noch habe ich eben vergessen zu grüßen. Nee, jetzt habe ich alle, oder? Auf der Gamescom könnte auch sein, ne? Ist Nintendo überhaupt auf der Gamescom? Ist überhaupt noch jemand auf der Gamescom? Irgendwie wird es immer trostloser, das Event, ne? Fradasa, hey, neues Animal Crossing. Glaubst du, dass da noch eins kommen würde? Die haben das so stiefmütterlich behandelt, das erste Animal Crossing für die Switch. Ich kann mir nicht... Höchstens ein Remake von einem alten oder sowas. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Übrigens geht nicht davon aus, dass irgendwas zu Pokémon kommen wird, weil normalerweise, ich sag normalerweise, es kann immer eine Ausnahme geben, normalerweise wird zu Pokémon nie was in den Directs gesagt, weil Pokémon kriegt immer eigene Directs. Also zu Pokémon braucht er keine großen Hoffnungen haben. My Sunny, hallo! The Legend of Toffee. Oh, das wäre doch schön, oder? Kleiner Panda, hey. Zockenfreunde, dich habe ich auch noch nicht gegrüßt. Hallo.
Toffi will bestimmt wieder was haben. Oh ja, nochmal so ein Ding. Das wäre ja eine Indie-Direct, ne? Ich hier dieses A Little to the Left. Da muss ich ja das, da muss ich das DLC noch spielen. Wieder so ein Amiibo-Festival-Game. War das ein Erfolg? Ich glaube, das war mega scheiße, oder? Das war doch mega kacke, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, das war mega Grütze. Animal Crossing wird bestimmt nicht kommen. Pro Konsole gab es bisher nur, jeweils nur ein Spiel. Ja. Aber die Switch hält sich ja jetzt auch schon ziemlich lange. Und ich glaube, bevor eine neue Konsole kommen wird, wird es eher eine Switch Pro geben. Also das ist meine Vermutung. Man bedenke, die Switch gibt es jetzt auch schon seit 18, 19, 20, 21, 22, 23, seit über 6 Jahren. Das ist für eine Konsolengeneration schon fast das Endstadium. Ist wirklich so. 6 Jahre ist diese Konsole schon auf dem Markt. Normalerweise müsste man jetzt hingehen und eine neue Konsole entwickeln. Aber Nintendo wäre ziemlich dämlich, wenn sie bei dem aktuellen Stand der Switch nicht einfach nur ein Upgrade rausbringen würden. Ich glaube tatsächlich, dass noch ein Upgrade kommen wird mit einer Switch Pro. Ja, es wird ja nicht so heißen. Die heißt dann anders, oder? Die neue Switch U oder so. Wahrscheinlich. Aber ich glaube, da kommt dann noch ein Update und deswegen würde ich jetzt mal nicht davon ausgehen, dass eine niegelnagelneue Konsole kommt. Aber nach 6 Jahren sollten sie es eigentlich mal machen, ne? Moli, hallo! Ich hoffe so sehr auf ein neues Mario-Spiel. Ja, eben, genau, da hatte ich es auch gerade von, einem neues 3D-Mario. Da würde ich mich auch mega drüber freuen. Multa, ey, ich wünsche schönen Mittwoch. Wünsche ich dir auch. Heute ein schöner Tag, oder? Neue Sachen im Shop von Disney Dreamlight Valley, jetzt neue Nintendo Direct. Ist geil, oder? Katastrophe! Hey, umfangreicheres Mario Party. Nein. Das glaube ich nicht. Mario Party war schon immer ziemlich klein gehalten. Sie bringen vielleicht ein neues Mario Party, aber nicht umfangreicher. Wenn sie ein neues Mario Party bringen, dann höchstens eins mit den 5 Maps, die man halt eben so kennt. Und mehr auch nicht. Also die 5 Maps, die man halt eben drinne hat. So halt die 5 Maps, die man immer drinne hat. Glaube ich nicht. Wenn, dann höchstens ein neues Mario Party und dann. Ne. Wenn es eine Switch Pro geben würde, wie wäre es mit neuen Spielen? Auch dann noch für die alte Konsole? Könnte man ja ähnlich machen, wie man es beispielsweise bei der PlayStation oder Xbox gemacht hat. Rückwärtskompatibilität, je nachdem, wenn du das gleiche Medium verwendest. Also bei einer Nintendo Switch und bei einer Nintendo Wii U war es ja nicht möglich, weil man von einer Disc auf eine Cartridge gewechselt hat. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn gegeben hat, ob sie einfach mehr verkaufen wollten und es einfach nicht vorhatten. Es könnte aber auf jeden Fall sein, dass wenn sie eine Switch Pro rausbringen und die auch wieder Cartridges hat, dass es Rückwärtskompatibilität gibt. Und dann gibt es wahrscheinlich Spiele, die nur für die Switch Pro funktionieren. Und dann gibt es auch Spiele, die nur auf der alten Switch funktionieren. Für alle, die es nicht wissen, genau das hatte man damals tatsächlich bei der Nintendo 3DS gemacht. Es gab nämlich einen Nintendo New 3DS und es gab ganz, ganz wenige Spiele, die, glaube ich, nur auf dem New 3DS gelaufen sind. Aber ich glaube, man hat gemerkt, dass der Trend eher dahin geht, dass man die Spiele doch nicht auf dem New spielen möchte, sondern eben auf dem alten 3DS und so, und deswegen hat man nicht so viele Spiele rausgebracht für den New 3DS oder zumindest nicht explizit für den, aber der Trend war dahingehend halt wirklich so, dass man eigentlich alles spielen konnte, nur auf dem New 3DS sah es ein bisschen besser aus oder irgendwie sowas. Das hat man dann letztendlich so gewirkt. Könnte bei der Switch Pro auch so sein, dass ihr halt einfach ein bisschen bessere Stabilität, was die Spiele angeht, habt bei der Switch, einer neuen Switch, und die alte Switch funktioniert aber trotzdem noch mit den Spielen, ne? Oder bei Mario Party, so wie bei Mario Kart, dass man neue Spielbretter bekommen könnte. Das wäre mega geil. Das würde ich abfeiern. Und dann auch wieder im Game, also in dem Online-Mitgliedschaftsgedönse mit drin. Das finde ich super. Das finde ich top. Weil die habe ich sowieso, auch die Mario Kart-Strecken habe ich nicht gekauft. Die habe ich in der Online-Mitgliedschaft mit drin. Und deswegen würde ich mich darüber freuen. Mario Party 3 soll ja noch kommen auf der Switch, wie ein N64 Remake. Ein wirkliches Remake tatsächlich? Ja. Wenn es wieder den guten Online-Modus hat. Also der letzte war ja ganz in Ordnung. Man kann ja auch mal was Positives sagen, ne? Der letzte Online-Modus von Mario Party war ja nicht schlecht. Der war ja eigentlich ganz solide, ne?
Guck gerade Hogwarts bei dir. Freut mich, ich hoffe, dir gefällt's. Hoffe, dass sie wieder was Neues zu, zur neuen Konsole sagen werden. Ich bin mir nicht so sicher. Gleich ist es soweit, ja. Leute, denkt dran, wenn irgendwas sein sollte mit dem Ton. Wenn ich zu laut bin, das Spiel, der Stream ist zu laut oder irgendwas, bitte einfach kurz reinschreien in den Stream. Dann können wir das nämlich eventuell ganz schnell fixen, okay? Das wäre super. Ja! Genau so, Lenja. Du mit deinem Gecko-Gesicht da immer. Sie hat immer irgend so ein Gecko-Gesicht da. Ich weiß nicht, was sie damit will. Ist das dein echtes Gesicht? Hast du das einfach abfotografiert oder so? Das sieht aus wie Salat. Das ist ein Frosch. Das sieht aus wie ein Gecko oder so. Okay, jetzt geht's los. PEGI 18. Dim, 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 dim. Genau. Minasan, konnichiwa. Dauert aber noch ein bisschen. Soll ich den Stream eigentlich, das Video leiser oder lauter machen oder so? Sag bitte Bescheid, oder ist es so perfekt? Passt, okay, super, danke. Wollten sie erstmal die existierenden Umgebungen stabilisieren, damit es besser läuft. Immer Frame-Einbrüche überall. Und es ist leider wirklich technisch auf einem ganz, ganz schlechten Level, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, falscher. It's a Super Sonic Squad. Yeah, Sonic! Kann ich leider nichts mit anfangen, Leute. Ich habe noch nie ein Sonic-Spiel gespielt. Spin dashing into a brand new 2D side-scrolling game. Sonic ist mir viel zu schnell. Ich bin so ein gemütlicher Mensch. Ich trotte einfach so ein bisschen umher. Ist mir viel zu schnell, Sonic. Auch im wahren Leben. Ich mag so Spiele wie Farming-Spiele, ne? Das ist mir viel zu zackig. Or swing a powerful hammer as Amy Rose. Ich hab früher mal Sonic Dash auf dem Handy gespielt. Yes, ich mein's. You can summon a storm of clones. Jinju Jude, hallo. Also cool sieht's ja schon aus, aber wie gesagt, ich bin halt. Ich mag dieses schnell nicht. Ich finde auch den Zeitdruck bei Mario-Spielen immer so schlimm. Also bei wie heißen sie? 2D-Marios, also Jump'n'Run-Marios. Wenn du da Zeitdruck hast. Ich finde das voll nervig. Deswegen liebe ich Donkey Kong-Spiele. Hier gibt es keinen Zeitdruck. Ich gucke mir halt gerne alles an. Ja, es sah schön aus, aber wie gesagt, ist nicht meins. Oh, jetzt kommt Cozy! Welcome to Palia. In this free-to-play adventure sim, create the idyllic life of your dreams alongside in-game characters and players from all over the world. Build houses, decorate your home plot, grow crops in your garden, and more. Play with other residents in online co-op or carve out your blissful life solo. Das sieht nie und nimmer so auf der Switch aus. Entschuldigung, dass ich das jetzt mies machen muss, aber die Grafik ist viel zu schön für Switch. Das sieht cool aus, ne? Gibt's das schon für andere Konsolen? Das ist ja auch der sechste Teil. Gab's die, ja, hallo. Palia is free to play and launches on Nintendo Switch this winter. Das gibt's bestimmt schon für andere Konsolen oder halt eben für PC. Ignite. Ja, natürlich. Toda, wo bist du? Toda hier, freu dich. The Phantom Thieves Return. Dein Tactic Persona ist da. Persona 5. Ja, Persona braucht natürlich noch ein Remake. Bevor Persona 6 kommt, brauchen wir einfach Remake, sag ich schon. Spin-off. Bevor Persona 6 kommt, brauchen wir erst noch 13 Persona 5. Spin-offs. Gibt es schon für den PC? Ja, okay. Dann würde ich dieses Palia tatsächlich eher auf dem PC spielen, glaube ich. Ich traue mich das nicht, auf der Switch zu spielen. Gerade was das Thema Dekorieren oder Positionieren von Gegenständen oder sowas angeht. Das glaube ich nicht, dass das gut auf der Switch funktioniert. Das ist schon eher was für die Switch. So Taktikspiele, da sehe ich mich eher bei der Switch. Und ich mag tatsächlich auch diesen Style.
Also das ist ein Spiel, das ich mir definitiv angucken werde. Ich lässt da jetzt von wegen, weil halt eben Persona 6 schon ewig auf sich wartet, deswegen lässt er jetzt ein kleines bisschen. Aber das sieht auf jeden Fall etwas nach etwas aus, das ich cool finden würde. Ich mag auch den Style mit den Figuren, dass sie so ein bisschen, die haben ganz bestimmten Namen, ne? Wie heißen die, wenn die so klein aussehen und knuffig, die Figuren? Die gibt es ganz bestimmten Namen für, ne? Chibi-Style, glaube ich, ne? Step into a Saturday morning cartoon. Calling all heroes for the first-person roguelike adventure, MythForce. Enter a high fantasy world inspired by Saturday morning cartoons of the past. It's up to you to stop the evil Daedalus from taking over, but it won't be easy. Treacherous tombs and cryptic castles threaten your survival. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Einerseits sieht es ein bisschen interessant aus, andererseits erinnert mich ein kleines bisschen an He-Man. So schöne 80er-Jahre-Zeichentrickserie. So. Plus, up to 4 brave heroes can share the adventure in online co-op. Drop in and out at any time as you face the many perils ahead. By the power of teamwork. Nee, ich glaube, das ist mir doch ein bisschen zu actionreich. MythForce, kennt man sowas? Also ist es eine Serie oder Sendung oder Comic, den man kennt? Oh. Is going to be pretty sweet. Pretty. Ich mache jetzt eine Reaction im Style von, ne? Von Splatoon. Klingt auch ein bisschen wie Animal Crossing. Das ist sehr ähnlich, die Gespräche, weißt du? Das ist wie Schweizerdeutsch und Deutsch. Die hören sich sehr ähnlich an. Animal Crossing und Splatoon. Hallo, Eila! Bei Splatoon 3, ich hab's euch schon öfters mal gesagt, ich bin raus. Ich hab Splatoon 2 so dermaßen viel gesuchtet damals. Für mich ist der Hype um Splatoon tatsächlich raus. Ich spiel's hin und wieder gerne mal, gerade mit Freunden oder irgendwie so. Hätte ich schon mal immer mal wieder Bock dazu. Aber ich bin komplett raus, was das Thema angeht. Es wirklich intensiv zu spielen, so wie ich es früher gemacht habe. Jedes Splatfest mitzunehmen, die Unreal. Er gibt keine eigene Pokémon Direct dazu? Zwei Sachen zu Pokémon schon gezeigt. Hä? Was ist denn da los, Nintendo? Ihr seid euren Prinzipien aber nicht treu. Sender Pikachu. Den ersten fand ich super. Ich würde mich freuen, wenn es einen zweiten gibt. Übrigens, der Super Mario Film kommt morgen auf Blu-ray raus. Ich habe ihn schon vorbestellt. Kommt bei mir morgen an. Ist das dieses eine Peach-Spiel, was schon mal existiert hat? Was ist das? Geil! Ein Remake vom RPG! Okay, das finde ich jetzt cool. Das ist vom RPG auf dem N64. Das wollte ich schon Ewigkeiten mal spielen, hab's immer aufgeschoben. Jetzt kommt ein Remake dazu. Okay, das ist geil. Das kommt aber dieses Jahr noch hoffentlich, okay? Mega cute. Es sieht echt toll aus. Doch, wirklich. Also ich will das haben. Da muss die Grafik nicht hundertprozentig sitzen. Ist mir scheißegal. Aber ich wollte das schon ewig mal spielen. Ich finde das mega. Es wäre wie Miitopia. Alter, das sieht cool aus. Ich freue mich drauf, wirklich. Bis jetzt mein Highlight von der Direct. Wirklich. Das ist ja cool. Guck mal, Pinocchio macht auch mit. Oh, es sieht so toll aus. Ja, Minecart-Level, super. Die sehen alle so ein kleines bisschen dick aus, ne? Weil es halt einfach so sind zusammengedrückt aus. Oh. Cool! Oh, ich freue mich. Doch, darauf freue ich mich. 17.11. Woo! Sehr schön.
Super Mario RPG が Grafik を一新して蘇ります. Siehst du, es kam sogar noch nicht mal zu uns. Aber ich glaube, man kann es tatsächlich im, in der Virtual Console spielen, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Also es gibt quasi dann erst, gibt es wahrscheinlich dann keine deutsche Übersetzung, ne? ご覧いただいたのはマリオが主役のタイトルでしたが、これだけじゃないんです。え、どういうことですか？では、少しだけ。Die haben nicht geschnipst? Ist nicht in Ordnung. Bekommt Peach dann noch ihr Spiel? ご覧いただいているのは、ピーチ姫が主役の完全新作です。Das, da bin ich, da sehe ich mich. Als Prinzessin. Ich bin die Prinzessin der Herzen, Leute. Da mache ich Cosplay zu. Das bin ich. Nein, nein. Ich will wissen, wann das kommt. Ich will das am besten jetzt schon haben. Gib mir ein Peach. Oh. Nintendo 3DS で発売したLuigi Mansion 2. Ah, der 3DS-Teil. Ja, ich habe schon gesehen an der Grafik, dass es lediglich ein Remake ist oder Remaster, wenn man so möchte. Ich glaube, ich kann nicht mal ein Remake, es ist nur ein Remaster. Nächstes Jahr. Okay. Scheiße. Ah, ich bin zu gierig, ich will jetzt alles haben. Beim zweiten Teil habe ich einen Boss nicht hingekriegt. Ach Gott. Nee, Entschuldigung, sowas spiele ich nicht auf der Switch. Nee, ganz ehrlich. Es gibt gewisse Dinge, die muss ich nicht auf der Switch spielen und das gehört definitiv dazu. Marvel besser. Naja, das würde ich jetzt auch nicht so sagen, aber. Das. Nein, nee, nee, sowas spiele ich nicht auf der Switch. Gut, ich hab das die Luxussituation, dass ich halt eben auch eine Playstation besitze. Ich kann jeden verstehen, der halt keine Playstation besitzt, der halt eben für sich freut, so viel wie möglich auf der Switch spielen zu können. Und soweit ich mitgekriegt habe, ist Arkham City auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel. Das heißt, ich würde es jedem ans Herz legen, allein schon nach den Wertungen, wenn man es denn an der Switch spielen möchte, kann ich also nichts Negatives zu dem Spiel an sich sagen. Aber ich persönlich spiele solche Spiele nicht auf der Switch. Achso, das ist sogar Dreierpack. Achso, das sieht ja jetzt erst. Oh mein Gott. Wo ist denn? Für nur 100 Euro. Become the Dark Knight. Arkham Trilogy. Herbst 2023. Nee, aber sowas wirklich nicht. Das spiele ich lieber auf der Playstation. Play your cards right, Mercenary. Oh, ein Kartenspiel. Die sind ja so beliebt bei uns im Westen. Lead your mercenaries through cursed dungeons in the lands of Gloomhaven. Your tactical prowess is all that stands between riches and certain death. Also ich glaube tatsächlich, das ist ein Trend, der aus Japan, also aus dem Ding kommt, halt, ne, aus dem asiatischen Bereich, diese ganzen Kartenspielspiele. Es gibt genügend, es gibt wirklich extrem viele Spiele, die auf Karten, auf einem Kartenspiel basieren, beziehungsweise im Kartenmodus ausgespielt werden, um dann das Kampfsystem so aufzubauen oder sonst irgendwas. Aber bei uns sind die tatsächlich nicht so gefragt. Und sie sehen meiner Meinung nach, wie man jetzt hier sehen kann, auch ziemlich unübersichtlich aus. Ich finde das immer so schlimm, gerade auf der kleinen Switch, wenn du im Handheld spielst. Alles vollgestopft mit Informationen, da bin ich raus. Das ist nicht so meins. Es gibt auch gute, aber... Ja, guck mal, Lisa, du warst es doch, oder? Lisa, guck mal für dich, Just Dance! Trini Faster, hey. Das wirkliche Brettspiel dazu ist aber super auf dem PC, oder? Oder ist es kacke? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Wollt ihr das wieder bei mir sehen, das neue Just Dance? Soll ich wieder ein bisschen für euch tanzen, wenn es rauskommt? Mit 40 neuen Songs? Yeah! Woo! The Bad Bunny! Was für eine Frage!
Ich tanze mich schon mal ein. Tanz kurz. Und ein Monat kostenlos. Gratis Ding, ne? Ich habe den 24. Oktober. Also Leute, natürlich, wenn es wieder in meiner Macht steht, dann werde ich es natürlich für euch zeigen. Ne? Zappelvideos, ja, zum Zusammenschneiden, genau. A once peaceful realm was silenced by its king. Now, seven wordless warriors will rise. Ist das Bravely Default? In this action RPG, these heroes bound by fate must work together to explore the abyss and find the secluded king. However, with its ever-changing dungeons and powerful foes, conquering the abyss will be no easy feat. Wield weapons like swords, bows, magic, and more to survive this deadly chasm. After you return to base, materials you've collected will help you cultivate resources so roguelike spiel. And forge new items. Das sieht cool aus. Repeated forays into the abyss will enable you to grow stronger. Ich bin bei so roguelike spielen, da bin ich dann eigentlich ziemlich raus, weil ich mag dieses Ding nicht. Du gehst in den Dungeon und musst dir erstmal wieder, musst quasi Dungeons immer wieder machen, um dir die Items zu ercraften, um die zu verbessern. Das ist nicht so, nicht so meins tatsächlich. Ich habe schon mehrere Male probiert. Vom Stil her sieht es cool aus und auch die Story ist bestimmt richtig cool. Also könnte Spaß machen. Aber ich glaube, da bin ich eher raus. Sparks will fly in these Nintendo Switch games. Jetzt kommt's. Cast spells and cultivate your Fae Farm, darauf freue ich mich schon. Das kommt bald. Ja, bald im September. Darauf freue ich mich schon eher. Fae Farm, da sehe ich mich drin. Wie lange geht die Direct eigentlich? Meistens geht sie so ungefähr 40 Minuten, glaube ich, meistens. Spielen wir das zusammen? Ich habe keine Ahnung, kann man das auf der Switch auch zusammen spielen? Oh, ja, natürlich. Also wenn Online-Modus geht, dann können wir das gerne zusammen spielen. Oh. Pre-orders including an in-game bonus are available now on Nintendo eShop. Zoom into wild racing action with Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged. Der erste Teil war cool, aber ich sehe immer noch keinen Mehrwert darin, einen zweiten dazu kaufen. Ganz ehrlich. Nein. Ich habe den ersten einigermaßen gut gefunden, aber da habe ich noch eigentlich noch 1000 Sachen zu erledigen. Da könnt ihr noch viel mehr machen. Den zweiten brauche ich nicht. So alt ist der andere Teil doch gar nicht. Ja, eben, das kommt noch dazu. Aber gut, ich meine, dafür brauchen wir nicht diskutieren. Ne? Wie ist es zum Beispiel mit jedem Pokémon-Game? Kommt ja irgendwie auch jedes oder jedes zweite Jahr was Neues raus. Oder Assassin's Creed. Oder was weiß ich. So, das sieht aus wie Cooking Star Restaurant. Nee, wie heißt das Ding? Repair vehicles quickly to earn points in solo play or four player co-op. Heißt es nicht so? But watch out for treacherous pits. Irgendwie sowas mit Cooking. Overcooked, genau. Cookie Star Restaurant war, glaube ich, das My Universe-Spiel. Habe ich jetzt gerade verwechselt. Overcooked, 1 und 2. Introducing the second paid DLC for Mario plus Rabbids. Ich habe das noch nicht durchgespielt. Aber es soll ein ziemlicher Flop gewesen sein, ne, an den Kassen tatsächlich. Ich finde das Spiel an sich gar nicht so schlecht. Also mir hat es gefallen. Ich habe es noch nicht durchgespielt, aber das lag einfach nur daran, dass ich außerhalb vom Stream kaum Zeit zum Spielen finde. Ganz selten mal. Und da muss ich dann halt eben irgendwelche Prioritäten setzen. Ja, heute! Aber bringt mir nichts. Ich muss das Spiel erst durchspielen. Aber cool. Also ich finde das Spiel cool, aber es soll ein ziemlicher Flop gewesen sein. Also es wird wahrscheinlich keinen weiteren Teil geben. Dragon Quest? Überall auf dieser Welt gibt es Drachen und Aufgaben. Deswegen Dragon Quest. You intend to take arms against me? Very well. You are now cursed. Ich bin noch unsicher, ob es Dragon Quest ist, ne? Urks! You're going to have to become a monster wrangler. Ja, die Musik. Schon ewig kein Dragon Quest mehr gespielt. Ich habe den Elfer auch nie durchgespielt.
Oh, aber alter Schule. Also gerade auch die Sichtweise. Ist das ein Remake von dem ersten Teil oder so? Der dunkle Prinz. Dragon Quest Monsters. Okay, ich weiß noch nicht, ob ich mir das holen würde. Ich glaube, wenn ich gerade nichts anderes zum Spielen hätte, würde ich es mir holen. Aber ich bin ja momentan ein bisschen vorsichtiger geworden, ne? Ab 1. Dezember. Aber das doch nicht fürs Weihnachtsgeschäft. Da muss noch was anderes kommen. Dragon Quest Monsters 3. Nee, da kommt. Also, Nintendos Weihnachtsgeschäft dieses Jahr, da muss noch ein Knüller kommen. Da kommt ja aktuell nichts, ne? Wir kriegen im Dezember, glaube ich, aktuell keinen AAA-Titel von Nintendo, ne? Und das kann nicht das einzige Ding sein. Das kannst du mir nicht erzählen. Mit pflanzenähnlichen Kreaturen. Ach, Pikmin! Gerade überlegt, hä, was? Welcome to the Rescue Corps. So, und Toda hat mich immer wieder gefragt, wirst du Pikmin 4 spielen? Und ich sage, nein. Da ich Pikmin 3 noch nicht gespielt habe, werde ich auch Pikmin 4 nicht spielen. Und bevor jetzt große Lästerschwestern auftreten und sagen, Toffi, du, von wegen hier, spiel doch mal trotzdem das neue Pikmin und blablabla, wieso kaufst du Pikmin 3, wenn du es nicht spielst? Toda ist noch viel schlimmer als ich. Denn Toda spielt, beziehungsweise hat Pikmin 1 bis 3 besitzt er schon und will sich den vierten kaufen, hat aber noch keinen einzigen davon gespielt. Toda besitzt die gesamte Pikmin-Reihe und hat noch nicht einen einzigen Teil davon gespielt. Er ist noch viel schlimmer als ich. So, das möchte ich jetzt an dieser Stelle nochmal wirklich festgehalten haben. Bevor ihr wieder über mich lästert. He can carry items with Pikmin. Or smash obstacles in your way. And if you need a Toda sich nicht für jedes Spiel? Nee, well, tatsächlich gar nicht. Gerade Toda, gerade er kauft sich eigentlich nicht jedes Spiel. Er kauft sich eigentlich, also gerade letztes Jahr zum Beispiel, hat er sich nicht wirklich jedes Spiel gekauft, was er auch wirklich Interesse dran hatte. Zum Beispiel auch hier Zelda Tears of the Kingdom zum Beispiel, glaube ich, hat er sich noch nicht gekauft, soweit ich weiß. Oder zumindest hat er es nicht erstmal nicht vor zu spielen oder irgendwie sowas, weil er erst andere Spiele durchspielen wollte. Er kauft sich wirklich nicht jedes Spiel, hat aber jedes Pikmin und keins davon gespielt. Unusual contraptions? Der würde sich auch Miitopia 2 kaufen, wenn es rauskommen würde. Einfach nur, um es vervollständigen zu können, die gesamte Reihe. Nee, also bei Pikmin bin ich komplett raus. Solange ich den dritten nicht gespielt habe, kaufe ich mir auch den vierten nicht. Pikmin ist halt zu niedlich. This leafy individual just nabbed the castaway. Es sieht schon süß aus, aber es triggert mich nicht so. It's time for a Dandori battle. Embrace the art of Dandori by strategically issuing commands to your Pikmin and Dandori. Collect more objects than your opponent within the time also, limit to win. Falls da irgendwelche, Anspielungen drin vorkommen, die euch irgendwie ganz besonders hervorheben, könnt ihr sie ja mal mitnehmen. Also sobald ihr sagt, oh Gott, dieses Feature ist mega geil, das hat man bei Pikmin vorher noch nie gehabt und so. Ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus. Also wirklich. Ich will jetzt auch nicht irgendwas erzählen, was ich am Ende des Tages irgendwie falsch interpretiere, irgendwas als Highlight hervorstechen lasse oder sowas, was am Ende total öde ist. Ja. Das soll sowieso bald kommen, ne? Ich glaube, es ist bald soweit. Es kommt doch im Sommer noch dieses Jahr, ne? So stay alert. Thankfully, you'll come across the new Glow. Das wird jetzt aber hoffentlich nicht so eine ewig lange Ankündigungsgeschichte. Könnt ihr euch noch an die Nintendo Direct erinnern? Die war, glaube ich, bei der E3, zu E3-Zeiten von ein paar Jahren, wo Smash angekündigt wurde für die Switch. Das Spiel, man wusste schon, dass Smash für die Switch kommt. Es war im Sommer, kurz bevor es kam. Smash kam irgendwann im Dezember raus und im Sommer davor gab es eine Direct, wo Smash auch Thema war. Alter. Wir haben in der Direct jeden einzelnen Smash-Charakter vorgestellt. Und das ging, glaube ich, 30 Minuten. Die gesamte Direct, oder also sagen wir mal 80% der Direct, handelte nur von Smash Bros. Das war so eine Grütze. Boah.
Das hat mich so genervt damals. Also das war die enttäuschendste Direct, die ich jemals erlebt habe. Ich meine, die Smash fand ich geil. Aber bitte tu nicht so, als ob das das Spiel der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Welt ist. GameCube Ja, Toda! Wie wär's, wenn du Pikmin 1 und 2 im Nintendo eShop guckst? Spielst. Nee, Virtual Console, oder wie war das? Ja, cool. Dann kann ich jetzt alle Teile spielen, bevor ich den vierten spiele. Ist doch schön. Mach ich jetzt mal eben kurz. Machen wir heute im Stream, oder? Komm, Ryan und Toda laden wir aus. Wir spielen jetzt einfach mal alle drei Pikmin-Spiele vorher durch. The renowned series of stealth action games is infiltrating Nintendo Switch as Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. This compilation includes Metal Gear Solid. Infiltrate and regain control of Shadow Moses Island. Passt mir gut, der Amazon-Mann war immer noch nicht da. Locate and retrieve a deadly amphibious. Also das heißt, du kannnst erst anfangen mit uns zu spielen, wenn der Amazon-Mann da war. Ich glaube, bei mir hat gerade einer geklingelt. Kann auch sein, dass ich gerade ein Paket verpasst habe. Aber ich bin ja mitten in der Direct, da kann ich nicht einfach aufstehen. Die lassen sich normalerweise eigentlich sowieso irgendwo liegen. Also Metal Gear ist nicht meins. Also gerade die alten Dinger, die alten Schinken-Dinger. Ich finde sie cool vom Style her und auch halt ein bisschen Spielegeschichte dahinter, ne? Aber ist nicht meins, so spiel ich nicht. Additional content includes screenplay books and master books with story and character info. Oh, Bücher sind auch noch dabei. Alte Spiele spielen und lesen, alles meine Lieblingsbeschäftigung. Metal Gear Solid, 24. Oktober. Also nee, ich finde es schön, dass eine Collection rauskommt. Wir sollten lieber mal eine Zelda-Collection rausbringen. Mit hier, Wind Waker HD, Twilight Princess HD, Spirit Tracks war das andere Spiel, Indie-Spiel. Spirit Tracks und Phantom Hourglass und sowas. So, das sollten sie mal rausbringen. Nicht sowas hier. Steal thyself. Vampire Survivors is coming to Nintendo Switch. Yeah. Vampire schnetzen. Sieht ein bisschen aus wie Diablo für Anfänger. Stay on the move to avoid enemies and attack automatically with your weapons. Seems easy at first, right? But swarms of increasingly stronger monsters. Ich wollte gerade sagen, attack automatically? Das bedeutet in dem Fall, ich muss nichts tun. By getting treasure chests from defeated enemies. Das klingt nach Miitopia. Leveling up. You'll acquire weapons and upgrades for your character, so shape them as you see fit. Plus, up to four players can now play together in couch co-op. In couch co-op, Leute! Wer braucht schon Online-Modus? Ihr könnt doch alle zusammen auf einer Couch sitzen und zusammen spielen. Juhu! Oh Gott. Let's check in on some upcoming European tournaments. Ach, European Tournaments, okay, alles gut, ja. Gut, ja, das ist halt nichts Neues an Spielen, das ist halt, es werden halt Events angekündigt, die jetzt dann demnächst wahrscheinlich mal kommen. Wir sind jetzt eh wahrscheinlich bald am Ende der Direct, ich meine, die geht jetzt ja schon eine halbe Stunde. Ich gehe mal schwer davon aus, dass jetzt langsam die Direct zu Ende ist. Ja, ist ein bisschen durchwachsen gewesen. Die meisten Sachen waren jetzt ein bisschen unspektakulär, die angekündigt worden sind. Oder halt irgendwie... Ja, weiß ich nicht. War halt zumindest nicht meins, sage ich jetzt mal. Und der große Knall, der kommt ja hoffentlich noch am Schluss. Also das möchte ich tatsächlich nochmal hervorheben, dass meistens ja am Ende nochmal ein großer Knall kommt. Mein Highlight war bisher auf jeden Fall das Remake zum RPG von Mario. Das ist mein Highlight gewesen bis jetzt. European Championship, Leute. Nein, es ist kein neues Mario Kart. Es ist nur die European Championship. Sounds pretty cool. You're a pigeon. Yeah, you heard that right. Play online in this rhythm battle royale and aim to be the last bird standing. Yeah. Up to 30 players can ruffle each other's feathers in musical. Ist aber irgendwie voll fies, dass man eine Taube spielen muss bei so einem Rhythmusspiel. Die können doch gar nichts hören. Hast du verstanden, weil es eine Taube ist? Sie ist taub, eine Taube.
Fantasy Live. Ja, stimmt. Ich glaube, aber ist es nicht sogar schon angekündigt, dass Fantasy Live auf die Switch kommt, geportet? Ich dachte, das wäre sogar schon fix angekündigt. Aber es sieht irgendwie schon lustig aus, ne? When Headbangers Rhythm Royale bops its way onto Nintendo Switch. Headbangers. Detektiv Pikachu, das war auch ein ganz cool, aber Highlight war es bei mir jetzt nicht ready, tatsächlich. Set. Yo. Henny is on the run, entangled in a chaotic audition that veered way off script. She's managed to make some powerful enemies. Sie klaut alle die Hosen oder was? Animated friend. In this 3D platforming adventure from the ja, wir brauchen ein neues Mario 3D. Wir nehmen einfach irgendeinen Charakter, den wir nicht kennen, und machen daraus ein 3D-Spiel. Mit Penny und Yo-Yo. Perform stylish acrobatic tricks to avoid Eddie's massive horde of pushy penguins. And power up Yo-Yo to protect Penny from foul play. You can also put your speed running skills to the test in time attack mode to unlock special items. Es sieht teilweise vielversprechend aus, und dann wenn jedes Mal, wenn ich jetzt ein bisschen länger gucke, muss ich sagen, sieht es aber doch eigentlich auch gar nicht so gut aus. Ich bin echt zwiegespalten. Könnte vielleicht was Gutes werden, Sir Wonderland, hi. Könnte was Gutes werden, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Warum bin ich heute so pessimistisch? Oh, man kann im Badezimmer Auto fahren. Juhu! Durch die Toilette durch. An der Scheiße vorbei. Und es kommt Wiggler. Dann siehst du doch gar nichts mehr. Der ist doch viel zu groß. Kann ich die Strecke gar nicht mehr erkennen. Achso, und Kamek kommt ja. Ah, im Sommer erst, okay. Ich habe gedacht, jetzt hier, after this presentation, die neuen Strecken. Das wäre natürlich jetzt auch eine coole Sache gewesen, aber nee. Das haben sie jetzt mit dem Mario und Rabbids Ding schon abgehandelt, ne? Von wegen nach der Präsentation. Genau, darauf zähle ich, dass ich dann wieder mitspielen kann, wenn ich einfach für eine Online-Mitgliedschaft habe. Two worlds, one fateful encounter. A remake of the second Star Ocean game, complete with new graphics that fuse 2D and 3D, is on the way. After a mission goes wrong, Federation Officer Claude is stranded. Wobei, nee, Star Ocean, da gibt's doch schon eine Demo zu, oder? There he meets Reyna, who possesses mystical powers. Okay, die Grafik, ich liebe sie. Ohne Witz, ich liebe diese Grafik, diese Mischung aus 3D und 2D. Ich finde das so geil. In this science fantasy RPG, select either Claude or Reyna as your hero and play through the story from their perspective. Ich fand das ja damals bei Octopath Traveler schon so geil, dass diese Mix aus diesen Grafikstilen. Ich finde sowas voll geil. Mir macht sowas, also wirklich, echt Spaß, sowas zu sehen und zu spielen. So eine Mischung aus Nostalgie und eben zeitgemäß. Ich finde das voll cool. New combat features in this remake include stunning enemies with chain attacks. Frankenrobby. Having allies not in your current party unleash follow-up attacks, letting you map out strategic battles in your favor. As you search for a way home, an ancient prophecy will unfold and your destiny will be awakened. Doch, da bin ich dabei. Das sieht super aus. Save the planet in Star Ocean, the second story arc. 2. November. Dann habe ich das mit einem anderen Spiel verwechselt, tatsächlich. Weil das andere kommt, glaube ich, nächsten Monat schon. Schon wieder? Get ready for schon wieder eins? Willst du mich verarschen? Das ist doch erst rausgekommen, gefühlt. Then action. Yeah, Action! Oh, da bin ich dabei! Ja! Okay, jetzt bin ich dabei. Jetzt will ich das. Ja, mit Bewegungsstörung. Ja, okay, jetzt bin ich dabei. Das ist mein Game. Okay, nee, das brauche ich. Ich will's jetzt. Alter, ich will es haben. Shake your body. Alter, wie cool. Okay, wenn es ein 0815 WarioWare gewesen wäre, hätte ich gesagt, braucht kein Mensch.
Sir Wonderland, danke schön. Vielen Dank, danke, 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 danke. Also wenn es nur nach 15 WarioWare gewesen wäre, hätte ich gesagt, 3. November, okay. Leute, das wird gekauft, 100%. Move it. Ja, ist mir egal. Ich hole mir das trotzdem, aber als Retail-Version wahrscheinlich. Alter, voll der Cringe-Moment. Danke, Sir Wonderland, danke. Das einzige Wario-Game, welches ich jemals gespielt habe, war Wario Land Shake It. Also das letzte WarioWare war auch ganz lustig eigentlich. Das ist erschienen? ソフトの発売と同時にリンクのアミーボを発売しましたが、さらに本作に登場するゼルダ、そしてガノンドロフのアミーボ。おお、だ、ムスケ・プロット・ギャノンドルフ、 weißt du? Dass sie den nicht haben will, weißt du? Dann nimmt sie den Strich in der Landschaft, Link. Weißt du, der aussieht wie so ein Lauch, wie so ein Zucchini. Und sie könnte so einen richtigen, ja, so richtig Muskelprotz, richtigen gestandenen Mann könnte sie haben, weißt du? Aber dann nimmt sie den Lauch. Ein 2D Mario Remake? Kennt man das? Oder ist das neu? Hey! Ist das neu? Neu? Trauen die sich das jetzt echt noch nach Mario Maker? Da haben wir doch unser neues Mario-Spiel. Allerdings nicht im 3D, sondern eher in 2D. Ich dachte, die Zeiten sind vorbei. Aber gut. Es sieht ganz knuffig aus, muss ich sagen. Oh Gott, das sieht aus, als wäre er auf dem Trip. Hat er gerade einen Magic Mushroom gefressen? Alter, okay, die Ideen sind geil. Wonder. Mit Peach und Toad und Luigi. Und Daisy! Ja! Wir können wieder alles auf Daisy schieben. Wenn wir Scheiße in den Spiel bauen, ist Daisy an allem schuld. Ja! Yay! Also wenn Daisy dabei ist, ist gekauft. Ist gekauft, Leute. Ja komm, nimm Daisy! Entschuldigung. Ich dachte, sie wäre der Bossgegner am Ende. Kann man das im Online-Modus spielen? Ich würde es mega abfeiern. Weil konnte man bei Super Mario 3D World ja auch. Was ist er denn gewesen? Hat man das wegen meiner Facecam wahrscheinlich nicht gesehen. Toffee und seine Daisy. Am 20. Oktober schon. Krass. Wow, Zowie. Well then. Nach Katzen-Mario kommt also Elefanten-Mario. Ist klar. Appa, hallo. So, sie will ja wie Blümchen. Ist halt echt so. Elefanten-Mario. Mario, du lieber Elefant. Rettest Peach und bist überall bekannt. Das war's? Die Präsentation ist beendet. Also das große Highlight am Ende des Streams war tatsächlich nur ein 2D-Mario. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so krass enttäuscht. Es ist okay, dass es da... Also
es sieht ja vielversprechend aus und kann Spaß machen. Ich habe aber gedacht, dass zum Weihnachtsgeschäft ein etwas größeres Spiel kommt. Weil das sah nicht so aus, als ob das irgendwie den großen, das große Geld mit sich bringt. Ne? Ich gehe mal wieder ins Just Chatting rüber. Kein Tomodachi Life, nee, kein Fantasy Life, kein Tomodachi Life. Es ist nichts dergleichen gekommen. Ja, ich meine, ihr könnt natürlich auch gerne mal eure Meinung kundtun. Was glaubt ihr denn? Wie haltet ihr das denn mit der Direct? Sagt ihr, das war jetzt positiv? Sagt ihr, das war negativ? Kommt nicht nochmal eine Direct im Oktober? Meistens kommt es immer kurz vorm Weihnachtsgeschäft auch nochmal eine, ja, das stimmt. Ich glaube aber nicht, dass wenn Spiele dieses Jahr noch erscheinen sollten, dann werden die normalerweise jetzt alle angekündigt sein. Ihr müsst bedenken, ich komme aus dem Marketingbereich, das heißt, ich weiß, wovon ich spreche, Marketing muss immer ein bisschen Vorlauf haben. Bedeutet, wenn gewisse Dinge, gewisse Produkte, gewisse Sachen beworben werden müssen, die halt irgendwann in den nächsten Monaten erscheinen, dann braucht man eine gewisse Vorlaufzeit. Und diese Vorlaufzeit muss ja gegeben sein, mit verschiedensten Marketingmaßnahmen. Heißt, die Ankündigung ist da, dann gibt es ein paar Trailer dazu, da gibt es vielleicht ein bisschen Merchandise-Artikel, die du schon kaufen kannst vorab. Dann gibt es irgendwelche Influencer, die das Spiel schon mal in der Demo-Version kriegen und einfach solche Geschichten, ne? Toda, hallo. Hast du vorhin auf dem Persona 5 Spin-Off gehatet? Nein, habe ich nicht. Gehatet habe ich nicht. Ich fand, es sieht sogar sehr, sehr gut aus. Also marketingtechnisch wäre es ziemlich dämlich, einen großen, großen, großen Titel am Ende des Jahres noch rauszuhauen und den erst einen Monat vorher anzukündigen. Wäre schwachsinnig. Deswegen glaube ich nicht, dass das passiert, ne? Soll dieses Jahr nicht Professor Layton rauskommen? Ich glaube, das ist sogar schon fest angekündigt. Ich glaube, das ist tatsächlich sogar schon fest angekündigt, dass Professor Layton kommt. Bin schon ein bisschen enttäuscht. War okay, aber hätte mehr erwartet. Niemals alles erwarten. Bei Nintendo sowieso nicht. Da dürfte nicht alles erwarten, ja? Und Tomodachi Life hätten die ruhig droppen können. Hat dieses Jahr 10 Jahre Anniversary. Ja gut, aber ich meine, war es wirklich so ein Riesen-Highlight? Ich meine, in der Szene, der Nintendo-Szene hat man es gerne gespielt, beziehungsweise man kennt es in der Nintendo-Szene, aber war es wirklich ein großer Kassenschlager? Vergleichbar mit einem Mario oder Splatoon oder Zelda ist es halt leider auch nicht, ne? Es ist doch schon ein bisschen Nischentitel, ne? Von dem her. Also ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht. Ich habe nicht mehr erwartet, weil ich habe ja sowieso nichts erwartet. Habe ich ja schon von Anfang an gesagt. Und es gab ein paar Spiele, die mir tatsächlich... Das Peach-Spiel, das freue ich mich auf nächstes Jahr, dass das Peach-Spiel rauskommen soll. Dass Mario und dass Luigi's Mansion 2 nächstes Jahr als Remaster auf die Switch kommt, das interessiert mich nicht. Ich habe das auf der 3DS, also das ist für mich okay, aber muss ich nicht haben. Genau, Fae Farm, das wusste ich aber schon, dass es kommt. Freue ich mich aber auch drauf. Ich freue mich auf das RPG, das Remake zum RPG. Das war wirklich immer noch mein Highlight. Das WarioWare-Spiel mit Bewegungssteuerung feiere ich auch voll ab. Darauf freue ich mich. Das neue 2D-Mario. Also eine Enttäuschung war es für mich persönlich gar nicht. Da waren schon ein paar gute Sachen dabei. Freue mich jedenfalls auf Fae Farm, genau, ja. Prinzessin Toffee wird super. Ist aber erst nächstes Jahr, ne? Bis dahin streame ich schon gar nicht mehr. Bis dahin habe ich schon keinen Bock mehr. Nein. Ich werde einen Teufel tun und euch einfach alleine lassen. Ich werde natürlich selbstverständlich immer streamen, solange ich es kann. Solange es noch in meiner Macht steht. Solange ich mich gesundheitlich dazu imstande fühle und zeittechnisch in meinen Rahmen passt. Gib halt so deinen Bruder. Kriegt ihr die gleiche Unterhaltung bei meinem Bruder wie bei mir? Bei meinem Bruder ist was komplett anderes tatsächlich. Er macht bestimmt auch gute Sachen. Ich bin jetzt nicht so oft drin, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass er gute Sachen macht. Aber er ist halt nochmal eine ganz andere Nummer als ich. Also unterhaltungstechnisch. Er hat halt diese Art und ich habe diese Art. Wir beide sind uns vom Typ her komplett unähnlich. Nach 6 Jahren darfst du das sowieso nicht mehr. 6 Jahre ist das schon her, Alter. Boah. Wer ist denn dein Bruder? Der heißt Dead Paddy auf Twitch und auf YouTube. Heißt er Dead Paddy. Also D. Schreck, kannst du mal. Beziehungsweise Ryan, du kannst es ja auch mal posten, wenn du möchtest. Ist mein Bruder, darfst ruhig Werbung machen, ist okay. Ja, da wir tatsächlich aber nachher nochmal einen Stream machen, es ist fix eingeplant, dass ich mit Toda und mit Ryan nachher nochmal, dass wir zusammen, wenn alles gut läuft, wollen wir nachher noch
also gut läuft im Sinne von das Spiel. Das Spiel ist unberechenbar. Es kann sein, dass wir keine Lobby zustande kriegen. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es gut laufen wird. Wir wollen Sackboy weiterspielen und zwar so gegen 18 Uhr. Das heißt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne nachher nochmal in den Stream reinschauen auf Twitch. Um 18 Uhr spielen wir dann Sackboy weiter. Beschwör es bitte nicht. Nein, nein, ich werde den Teufel tun, du bist beschwört. Aber es kann halt passieren. Ich will es halt mal angekündigt haben. Dann liegt es nicht an uns, dann liegt es halt an dem Spiel. Wir hatten es halt schon. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr da dabei sein. Ich mache jetzt nochmal ein kleines Essenspäuschen. Ich werde mir, glaube ich... Nuika, du kommst leider ein bisschen zu spät. Wir sind um 18 Uhr sind wir wieder live. Sonst müsst ihr um 18 Uhr nochmal vorbeischauen. Okay? Okay, gut. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis nachher im Stream, wenn ihr Bock habt. Danke fürs Dabeisein. Tschüss!